Ja, Rauchen ist gesund. Zumindest isst man da nicht so viel. Darum sind Raucher immer schlank. Oder oft. Und die liebe Mayumi oder wie sie heißt, macht mir nicht nur die Wäsche, sondern macht auch noch ein liebevoll gesundes, gemüsebasiertes Essen. Und sie geht auch noch zur Tür. Na, immerhin hat er den Anstand, aufzustehen. Oh, nicht gut. Ja, das geht ja hier mal spannend los. Woher wissen ja eigentlich, wo er wohnt? Vielleicht mal die Tür zu machen? Nur ein Tipp, falls es nicht schon geschehen ist. Ha. Natürlich ist auch ungut. Jetzt will man gerade mal mit seiner Nicht-Freundin, aber vielleicht Freundin Abendessen. Und dann platzen zwei halbtote Yakuza-Offiziere rein. So im Ganzen, das habe ich nur Apato verstanden. Apartment. Oh, es gibt wohl Apato und es gibt Mansion oder so. Mansion, also Menschen. Und das Apato ist, glaube ich, das Einfachere. Bin mir nicht ganz sicher, vergesst's. Aber, oder die Apatos sind diesen kleineren und die Menschen sind dann oft in diesen Hochhäusern drin. Naja, keine Ahnung. Wer es weiß, mag es gerne auch per Comment oder so mir mitteilen. Ich lerne gerne dazu, wenn es um Japan geht. いきなり襲われたんです。山笠組に。堂島会長と山笠組のマダラメ組長の会合以来、町じゃ山笠組の連中が登場会を襲う事件が頻発してまして、 もう10人近い組員がその餌食に。どうしてそんなことが。杯の話は問題なく進んでいると言っていたじゃないか。それはあくまで上の話。山笠組の下っ端連中は登場会が福岡に来たこと自体よく思ってないようです。そうか。でもどうして俺の家に登場会の連中に助けを求めればいいだろう。 そんなことはできません。どうしてだ。俺らは会長の護衛役です。会長が行方不明になった今、その責任は全部森永の兄貴です。仮に会長が見つかったとしても、けじめは取らされるでしょう。ましてやそんな状況で不意打ちとはいえ山笠組の連中に襲われたなんてことがバレたら森永の兄貴はどんな目に遭うか。 起きちまったことは仕方がないだろう。仕方ないなんて理屈、青山組長には絶対に通用しません。心証必罰、徹底した方ですから。極道組織は会社じゃない。管理徹底よりも大事なもんがあるはずだろう。おっしゃることはわかります。でも青山組長のその厳しさがあるからこそ、 今、登場会は一枚岩となれているのも事実です。裏切りや命令違反を犯した組員に対して青山組長は容赦しません。実際、三代目時代からの名跡であっても不祥事があれば排斥となっています。Was Gott axt bedeutet in diesem Zusammenhang? その代わり忠誠を誓い結果を残した組は
次々と直系昇格させています。ドライなやり方だと思われるかもしれませんが、その分かりやすさが若返りした組員たちの士気を高めているんです。若返りか。確かに俺もあの頃の仲間たちも皆時代遅れの人間になっちまったのかもしれないな。 Der schaut halt auch grimmig, wenn er eigentlich gerade schläft. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Sie hat offensichtlich nicht vor, das Jackett zu bügeln. Würde das nicht auch noch zum Service gehören? Ach, sie weiß wahrscheinlich gar nicht. Ja, sie hat ja keine Ahnung von der ganzen Yakuza-Geschichte. Und jetzt mit diesem Ansteck-Clan kapiert sie erst, um was es geht, denke ich. Auch nicht unbedingt gut für die Beziehung, die sich da anbahnt. Tä? Das Ding, auf dem er da liegt, ist übrigens ein Futon und keine Luftmatratze. Sieht nicht sehr bequem aus. でも、こいつら、俺の昔の友人の知り合いなんだ。ちょっと男同士、積もる話もあるんでな。頼む。分かった。 状況は分かった。だが俺は本当にダイゴの居場所を知らないんだ。4代目だってことはやっと認めてくれましたね。もう騙し合いは終わりだ。それより本当にダイゴの足取りは分からないのか。ねえ、桐生さんの車を降りた後ホテルに戻った形跡も他のタクシーに乗ったという情報もありません。 どこかに隠れているという可能性は。ああ、やっとね、おっさえ、ゲノム。理由がありません。ビスマイアン・ドラウフマーハン、オーニー・ディス・バディガーツ。ええ。拉致されたと考えるのが自然だと思います。犯人は山笠組か。可能性はあります。下の方の連中は、坂月のこと、よく思ってないようですからね。でも、 なんか引っかかりませんか。何かで。だっていくらそう思ってたとしても、堂島会長は山笠組本家の客人ですよね。俺ら下っ端の組員とは喧嘩になるようなことはないと。組長の客人を襲う。Nee, das glaube ich auch nicht. Also er vermutet, dass es nicht, logisch klingt, dass Yamagasa da ihren Chef angreifen würde, der mit dem eigenen Chef erst geredet hat. Und da spinnt wahrscheinlich dieser böse andere Clan seine dunklen Intrigen. Oder? Was denkt ihr? Hey, Morinaga desu. Hey. 今すぐ戻ります。はい、失礼します。どうしたんですか、兄貴。青山組長が会長代行に就任するらしい。会長代行？でもまだ。Vielleicht hat der das auch eingefädelt, dieser Aoyama. なのにどうして？それだけ本家が山笠組との杯を焦っているということだろう。 0時過ぎから説明があるそうだ。今すぐホテルに戻ろう。
お世話になりました。4代目。役に立てなくて悪かったな。いえ。4代目が堂島会長を見捨てたわけじゃないということが分かっただけでも十分です。気をつけろよ。はい。それじゃ。 そうだ。桐生さんに一つ伝えておいた方が良いことが。なんだ？あの女性、真由美さんでしたっけ？あの女には。お気づきでしたか？それじゃ。え？ She's what？ Ja, jetzt schlafen wir mal. Keine Angst, ich spiele noch weiter. Ich spiele erst 10 Minuten. Was ist mit dem Mayumi-san los? Kann ich eigentlich sonst noch irgendwas machen in diesem Apartment? Ihr seht auch, ich glaube, das ist allgemein Wissen. Er hat Strümpfe an, weil man in Japan seine Schuhe hier abstellt. Da gibt es auch einen Namen für, habe ich aber vergessen. Und fürs Klo gibt es nochmal extra Schuhe. In Hotels ist es übrigens nicht so. Wobei ich, na, ich war schon mal in einem eher so ein bisschen japanischen Hotel, da war das ähnlich, aber normalerweise die normalen, auch die Business-Hotels, kümmern sich darum nicht. Also da gibt es nicht diese extra, diesen Vorbereich. Geht man einfach rein. Und ich meine, normalerweise zieht man ja auch als Westler seine Schuhe aus, wenn man ins Hotelzimmer geht, oder? Oder macht ihr das nicht? So. Jum, jum, jum. Nee, auch hier ist keine Post. Gucken wir mal schön, aber ob hier vielleicht meine Sachen einfach gekommen sind. Ach so, die sind schon angekommen, oder? Nee, ich habe ein Sandwich bestellt. Muss ich doch nochmal die E-Mail angucken. So langsam. Ach, das ist der Koch, genau. Okay, ich kann es zu Hause oder in einem Convenience Store abholen. Übrigens, das ist in der Tat schon wieder hier, der war da. Noch so eine Eigenschaft der Convenience Stores. Man kann sie als Post Office wirklich gebrauchen und auch Tickets da kaufen und Rechnungen bezahlen. Weiß ich alles aus Blogs, die ich gelesen habe. Ja. Okay. Okay, mache ich doch gerne. Ich habe auch gar keine andere Wahl. Man in Black. Oh, oh, oh. Okay. Ein schwarzer Mann. Ja, so verhalten sich eben ausländische Fotografen, die springen und jubeln und hüpfen vor Freude, weil sie einen alten Bekannten wieder getroffen haben.
Also ich klicke da jetzt gerade nichts weg in Sachen Sprachausgabe. Das ist wieder so eine mittelwichtige Geschichte, wo es nur Text gibt. Warum genau hat er gerade das Lenkrad gedreht, wenn er an einer Ampel gehalten hat oder an einem Zebrastreifen? Das muss man nicht verstehen. Wollte die Räder in die perfekte Position fürs Wiederanfahren bringen, wahrscheinlich. Ja, dann sollte ich mal vielleicht auf die nächste GDC mitnehmen. Oh. Okay. Das klingt alles sehr mysteriös und kompliziert, aber es wird auch noch angerufen. Konzentriere dich jetzt mal auf die Revelation. Okay, jetzt muss ich das für ihn übernehmen. Ach. Leute, Leute. Man muss ja schon eine gewisse Bereitschaft haben, sehr unlogische Dinge einfach hinzunehmen. Aber soll ich jetzt nicht den Shot finden und schießen? Den Fotoshot? Ah, okay. Also er ist eher so ein Stalker. Und ich soll jetzt das Taxi subtly, subtly, also subtil verpassen quasi. Nee, ich muss hier leider stoppen. Okay, aber ich darf nicht einfach stehen bleiben. Also ich muss so irgendwie in einem Korridor bleiben. Darf ich es retryen? Bitte schön. Per favor. Nö, Chance verpasst. Na gut, das würde jetzt besser funktionieren, wenn ich länger gefahren wäre, aber egal. Haben wir doch das Richtige gemacht.
Akiyama. Das ist der Herr Berg übrigens. Oyama. O ist so eine Höflichkeitsvorsilbe, soviel ich weiß. Oder das O zeigt auch an ein Akkusativobjekt, glaube ich. Also man sagt erst das Wort, dann O und dann was das Ding macht oder tut oder sagt oder wie auch immer. Oder was man damit macht. Hier geht's ja wirklich zu wie im Taubenschlag. Dem geht's wieder besser. Wusste auch genau, dass ich genau hier halten würde. Was ich halt noch überhaupt nicht überblicken kann, inwieweit sind das jetzt hier Pflichtgeschichten? Okay, das ist jetzt ganz gut. Das hatte ich nämlich tatsächlich schon vergessen, dass es hier den Perfect Shot geben soll. Und da hier ein Fragezeichen ist, aber habe ich überhaupt eine Kamera dabei? Also mit dem Cellphone natürlich, oder? Hm. Okay. Hier, oder? Ne? Da an der Ecke. Hier ist das der Perfect Shot. Ah, das ist ja schön, dass er sich um seine Schutzbefohlenen so kümmert. Aber wo dieser perfekte Shot sein soll und vor allem wie man den auslöst, weiß ich nicht. Also ich sehe hier nichts von wegen Kamera. Anyway, ich soll jetzt zurück. Vielleicht kann ich noch etwas Müll aufsammeln auf dem Weg. Also wenn ihr es irgendwo blinken seht, schreit bitte sofort. Ich sehe hier keinen Müll. Er blinkt ja immer so kurz auf. Das ist doch Müll hier, oder? Aber der ist da wohl legal abgelegt. Also darum laufe ich gerade so eierig, damit ich von links nach rechts immer wieder schauen kann. Ah, jetzt habe ich mal einen gesehen vorher und jetzt gehe ich ganz langsam. Seht ihr? Ja, ihn nicht aufregen, weil wenn ich renne, dann muss ich ihn ja niederschlagen. Jetzt ist es aber weg, oder? Was macht ihr denn hier? Also da muss ich eingreifen. Hä? Das ist jetzt der Perfect Shot? Ach, das sind jetzt die beiden wieder, oder? そんなに恥ずかしがらなくてもいいんだよ。お客様、危なかけ。恥ずかしがってる君も可愛いね。忠告はしたけんね、お客さん。手出してほら。 Das ist die automatische Taxitür gewesen.
Ja, jetzt. Reicht das? Also hier geht's ja zu. Okay, das werde ich in einigen Stunden sicherlich verstehen. So, jetzt sind wir hier wieder fast am Taxistand. Und dann werde ich da speichern. Und morgen kümmere ich mich dann um die Weihnachtsgeschenke für meine weisen Kinder. Ich habe den letzten Button habe ich nicht getroffen. Da habe ich nochmal auf Dings gedrückt, statt auf Kreis. Und vielleicht war ich deswegen nicht inspired. Aber so ganz kapieren tue ich es nicht. So. Jetzt soll ich zum Diner gehen. Aber stattdessen sage ich euch Tschüss, bis morgen. Und zur Folge 10. Während ich hier speichere. Danke fürs Zusehen.